Rosenschneiden im Frühling, Teil 3. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich heute Morgen hier bei uns im Landhaus Ettenbühl in unserem alten Rosengarten. Ich hatte Ihnen ja neulich versprochen, dass ich Sie nochmal mit hierher nehme in den alten Rosengarten und Ihnen zeige, wenn dann alles geschnitten ist. Jetzt ist es soweit. Ich bin hier an der allerletzten Rose an Isfahan und habe hier noch das restliche alte tote Holz rausgeschnitten, das restliche Laub, das alte. Hier ist noch ein bisschen. Und da geht's jetzt vor allem eben bei dem Schnitt, und Sie sehen das gleich hier im ganzen Rosengarten nochmal, alle Büsche sind jetzt sehr, sehr schön kugelig geschnitten, die sind unheimlich dicht, die haben ganz, ganz viele Triebe, an denen sie ganz viel Laub haben werden und später auch ganz viel Blüten. Und es ist vor allem ganz wichtig, das hatte ich ja immer wieder auch letztes Jahr in den Videos schon gesagt, das Augenmerk vor allem immer nach unten richten, dass es da unten schön buschig und verzweigt bleibt. Diese ganzen vielen kleinen Triebe hier unten, die sind uns sozusagen heilig, weil die Energie geht immer nach oben. Oben wollen die Rosen immer blühen, aber hier unten ist es interessant, dass es von unten bis oben rundherum dann schön blühen wird. Und diese Isfahan, eine duftende, wunderschöne Damascena-Rose, hatte ich ja schon mal vorgestellt, mit tausenden von Blüten, ist einfach dann wirklich ein absoluter Traum hier im Garten und verwöhnt uns dann mit ihrem wunderschönen Duft. Ich trete immer beim Schneiden so ein bisschen zurück und schaue, ob die Form dann auch passt. Bin jetzt eigentlich sehr zufrieden. Und jetzt gucken wir noch mal hier ein bisschen durch den Garten, dass Sie einfach ein Gefühl kriegen für die anderen Sträucher, wie das so alles aussieht. Und dann gehen wir aber rüber in den Teichgarten zu unseren Floribunda-Rosen, zur Betty Pryor, eine öfter blühende Strauchrose. Und da zeige ich Ihnen noch mal ganz genau Schritt für Schritt, wie wir schneiden jetzt, weil die öfter blühenden kann man jetzt dann langsam natürlich auch angehen. Kommen Sie einfach mit, ich freue mich. Diese Woche war natürlich wieder sehr, sehr viel los hier bei uns in den Gärten. Und eine ganz wichtige Aufgabe im Frühjahr ist immer, dass der Rasen bei uns gewalzt wird. Der Rasen ist ja letztlich die halbe Miete im Garten, damit es toll aussieht. Und wir fahren da tatsächlich, ich blende Ihnen das mal ein, mit der großen Walze über die ganzen Rasenflächen, damit es alles wieder schön glatt ist. Und dann wird demnächst gedüngt und dann haben wir eigentlich den ganzen Sommer über einen schönen Rasen. Und jetzt sehen Sie ganz schön, wie früh es noch ist. Und wir haben natürlich die letzten Nächte auch noch Fröste gehabt und der Rasen ist teilweise noch gefroren. Und da laufen wir morgens tunlichst nicht drüber, weil wenn Sie über das gefrorene Gras laufen, dann haben Sie ganz schnell hässliche schwarze Flecken, weil der Rasen an den Stellen dann das Gras bricht und eben dann abstirbt. Und von daher müssen wir da jetzt einen kleinen Umweg um das Eis herum machen und dann rüber zum Teichgarten gehen. Unsere Betty Pryors hier sind eigentlich ein schönes Beispiel für Sie auch zu Hause, für öfter blühende Rosen. Diese alten Mädchen, darf man sagen, die stehen hier wirklich jetzt schon teilweise 40 Jahre, immer schön in Dreiergruppen. Und Sie sehen eben hier im unteren Bereich, dass sie natürlich zwangsläufig auch mal ein bisschen kahler werden. Und es ist gerade dann eben wichtig, dass man sie gut und liebevoll schneidet, aber auch mit einer beherzten Hand, dass sie eben entsprechend immer wieder auch nachtreiben und einfach schöne Sträucher ergeben. So haben sie geblüht jetzt im letzten Winter. Sie sehen es auf der Höhe, wo ich jetzt die Schere habe. Die haben teilweise bis Weihnachten noch geblüht. Ich habe ja kurz vor Weihnachten noch für unseren Spätwinterstrauß hier die Blüten geschnitten. Vielleicht erinnern Sie sich noch, ich klinge das Video noch mal ein. Und naja, jetzt geht es eben an den Rückschnitt und wir nehmen die wirklich gut, in diesem Fall jetzt fast um die Hälfte zurück, zeige ich Ihnen. Handschuhe immer ganz wichtig. Ich glaube, da leiste ich mir jetzt demnächst auch mal ein neues Paar. Die begleiten mich jetzt tatsächlich seit Stunde 1 unserer Videos letztes Jahr. Und da sehen Sie mal, mittlerweile können Sie sich vorstellen, was ich das ganze Jahr bis jetzt geschnitten habe. Also kann ich Ihnen echt ans Herz legen. Die halten hervorragend. Aber langsam, glaube ich, leiste ich mir mal wieder ein neues Paar. Die Brille kennen wir immer, wenn es ans Feintuning geht, dann brauche ich die auf jeden Fall. Und dann gehen wir jetzt mal hier ran.
Ich versuche ja immer so ein bisschen aufzuräumen mit dem alten, überkommenen Rosenwissen. Das ist das, was der John ja auch immer sagt. Diese ganzen Schnittanleitungen. Man muss über dem nach außen schauenden Auge schräg abschneiden und man muss die Buschmitte auslichten und ausjüngen. Das ist alles Schnee von gestern. So schneidet man heute nicht mehr. Gerade bei diesen älteren Rosen ist es so wichtig, dass ich so viele Triebe wie möglich im Strauch drin lasse, damit die eben einfach unheimlich viel Energie haben. Das alte Holz, das ist der Motor der Pflanze. Da hat die ihre Energie gespeichert. Und aus der Energie, da schöpft die natürlich dann auch später. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, eben das alte Holz auch in der Rose drin zu lassen. Das ist völlig egal, wenn Triebe ineinander wachsen oder eben aneinander reiben. Es ist auch völlig egal, ob die Augen, wissen Sie, was die Augen sind? Das ist immer das, was hier eben dann austreibt. Kommen wir mal mit der Kamera vielleicht ein bisschen näher dran. Also diese kleinen Austriebe, das sind die Augen. Und da wird eben häufig gesagt, dass man da ganz ordentlich schräg über so einem nach außen schauenden Auge schneiden sollte. Wenn wir das hier bei unseren Tausenden von Rosen machen würden, das würden wir überhaupt nicht mehr fertig werden mit dem Rosenschnitt. Und das ist auch nicht wichtig. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dann mal ein bisschen noch was zurück trocknet. Also von daher gehen Sie da nicht zu akademisch ran. Es geht auch hier wieder darum, das alte Laub jetzt zu befreien. Ich möchte der Rose eine ansprechende Form geben und ich werde auch hier wieder ganz wichtig mein Augenmerk auf die Basis legen, dass ich hier unten viele Verzweigungen habe, weil diese Verzweigungen, die sind so wichtig, dass hinterher diese doch etwas kahl gewordene ältere Rose im unteren Teil halt immer noch schön buschig bleibt. Und ich nicht nur nackte Stämme sehe, weil das ist ja das, was häufig zu Hause passiert, dass sie da so ältere Rosen haben und die sind dann unten nur noch nackig und oben passiert gar nichts mehr. So, ich schneide mir erstmal hier so ein bisschen den Weg frei, damit ich sehe, was ich überhaupt tue. So. Und Sie können immer davon ausgehen, je mehr Verzweigungen Ihre Rose hat, desto besser ist der Energiefluss in der Rose, desto schöner kann die viele Triebe machen. Und es ist ja ganz logisch, an vielen Trieben, da sitzt ganz, ganz viel Laub. Und ganz, ganz viel Laub, hatte ich schon mal gesagt, macht viel Photosynthese, also sprich, bringt dann viele Blüten hervor. So, gar nicht so einfach gleichzeitig zu schneiden und zu reden. Aber gut. Hier haben Sie bitte keine Angst, wenn Sie jetzt schon so schöne Austriebe haben, die müssen Sie nicht retten. Sie können da also ruhig auch noch mal ein bisschen tiefer schneiden. Die Austriebe kommen trotzdem wieder und dann wird Ihnen das alles auch ein bisschen kompakter dann. Also da passiert gar nichts, wenn die Ihrem Schnitt jetzt noch zum Opfer fallen. Wichtig natürlich jetzt auch hier zum Beispiel totes Holz komplett rauszuschneiden, weil das ist immer gerne ein Krankheitsherd, dass sich sofort wieder Pilzsporen ansiedeln. Übrigens nächste Woche, übernächste Woche fangen wir an mit dem Spritzen und da werde ich dann Ihnen auch nochmal ganz genau erklären, was da jetzt zu tun ist, damit nicht gleich wieder eben der Pilzbefall in Ihren Gärten unterwegs ist. Und eben von daher jetzt wirklich sehr, sehr gut nach dem toten Holz gucken, dass da das möglichst aus der Rose entfernt ist. Hier der Trieb, der sieht mir insgesamt leider komplett tot aus. Den schneide ich jetzt mal hier bis ganz runter. Könnte aber gut sein, dass hier unten dann auch nochmal ein Austrieb wieder erfolgt. So, das wäre jetzt mal die erste von den alten Damen. Und ich wette, dass die sehr, sehr schön wieder hier austreibt. Hier haben wir noch einen längeren. Kommt auch weg. So, hier schneide ich mir erst wieder so ein bisschen den Weg frei. Wenn die natürlich so viel Laub behalten haben, die Rosen, ist es natürlich immer ein bisschen mühsamer, bis man überhaupt sieht, wo man da ist. Aber die werden einfach ganz flugs freigelegt. Und dann, was wichtig ist, nehmen Sie eine gute Schere. Hatte ich neulich auch schon mal gesagt, eine Schere, die eben gut schneidet und bitte nicht quetscht, weil die Quetschschäden machen auch sofort wieder Verletzungen, die dann eben zu Pilzkrankheiten führen.
Okay. Bei den öfter blühenden Rosen müssen Sie immer davon ausgehen, dass die locker wieder auf diese Höhe hochkommen. Also mindestens ein Drittel machen die jetzt wieder Zuwachs, bis sie dann zum Blühen kommen. Und eben, Sie wollen ja nicht, dass sie total ausufern. Gerade auch bei den englischen Rosen ist es wichtig, dass Sie die ein bisschen zurücknehmen. Sonst haben Sie natürlich demnächst dann die Blüten ganz da oben irgendwo. Und das wollen Sie nicht. Also gerade bei den Floribunda-Rosen. Klar, wenn Sie kleine Bodendecker-Rosen haben oder Kleinstrauchrosen, dann schießen die nicht so davon. Aber hier bei diesen Floribunda-Rosen ist es schon ganz gut, die jetzt so auf diese Höhe ungefähr zurückzunehmen, damit sie dann wieder später so auf Nasenhöhe blühen werden. Okay, also Sie sehen, ich schneide hier sehr nach Gefühl. Ich bin happy für jeden Trieb, der in der Rose ist, auch jeden Trieb, der in die Rose reinwächst. Also diese Anleitungen von wegen, die Triebe sollen sich bloß nicht treffen oder gar aneinander reiben. Bloß nicht, Sie wollen die alle in der Rose behalten. Sie wollen, dass die Rose so viele Triebe wie möglich hat. Nur das tote und das kranke Holz schneiden wir halt raus. Was ich jetzt natürlich mache, das ist absoluter Stimulus jetzt. Ab jetzt werden die treiben wie verrückt. Ja, und genau so werde ich das jetzt mit unseren Betty Pryors, die ja hier überall rund um den Teichgarten stehen, weitermachen. Zum Glück eine ganze Menge von denen. Ich bin eh total froh, muss ich Ihnen sagen, dass so viel im Garten zu tun ist. Klar, wir sind alle angespannt im Moment. Wir haben Angst, können nicht so gut schlafen. Es sind ganz, ganz, ganz schlimme Zeiten, klar, muss man einfach so sagen. Und ich bin sehr, sehr dankbar um diese Zeiten, die ich einfach hier im Garten verbringen kann, mich auf die Pflanzen konzentrieren kann, die Hände einfach was machen und daraus einfach dann wieder Kraft und was Positives schöpfen. Ich denke, das ist das Allerwichtigste im Moment, dass wir irgendwo trotz aller Wirren, trotz aller Ängste, trotz allen Mitgefühls einfach die positive Energie behalten und versuchen, da alle das Beste draus zu machen. Und von daher gehen Sie ran an Ihre Rosen, schneiden Sie und wir gucken jetzt zusammen nochmal in den Pfingstrosengarten. Da ist diese Woche auch ganz viel gelaufen und auf unserem Weg dann in den Teichgarten schauen wir noch schnell bei den Pfingstrosen vorbei. Der Pfingstrosengarten ist ja eins der allerersten Highlights hier im Jahr, wenn die ganzen Strauchpfingstrosen, die verholzten Päonien eben dann anfangen zu blühen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass es einer der ersten Gärten ist, die hier schön in Ordnung gebracht werden. Und da haben unsere Männer, wie Sie sehen, eine ganze Menge schon hier diese Woche geschafft. Die Häufen hier müssen noch weggebracht werden. Und die ganzen Pfingstrosen sind jetzt schon zurückgeschnitten. Gehen wir vielleicht mal hier rüber ins Licht, dann sehen Sie das besser. Unglaublich, wie die schon ausgetrieben haben. Und wir haben jetzt immer eben bis zu den ersten Austrieben zurückgeschnitten. Bei den Strauchpfingstrosen, da ist man sehr zurückhaltend eher mit dem Rückschnitt und schneidet im Prinzip nur das tote, vertrocknete oder erfrorene Holz zurück. Und hier sehen Sie natürlich jetzt, was hier passiert. Und Sie können sich schon jetzt drauf freuen, wenn die dann alle in Blüte stehen mit ihren großen, voluminösen, tollen Blüten in allen Farben von weiß gefüllt, Aprikot bis hin zu Dunkelpurpur. Es ist wirklich ein Spektakel. Und ich freue mich da jetzt auch schon drauf. Deswegen natürlich jetzt diese Arbeit hier sehr wichtig. Und im Mai ist es in der Regel dann soweit, dass es dann voll losblüht. Jetzt kriegen Sie aber bitte keinen Schreck, ich will Sie echt nicht unter Druck setzen. Also bei uns ist auch noch nicht alles geschnitten, bei uns ist noch nicht alles sauber, auch wenn es jetzt gerade so ausschaut. Gucken Sie mal hier in der Yellow Brick Road, da ist noch gar nichts gemacht. Da liegt immer noch das Laub drin, da sind die Stauden noch nicht geschnitten, da sind die Rosen noch nicht geschnitten. Also jetzt zu Hause bitte nicht in Panik verfallen und denken, um Gottes Willen, die Ettenbühler, die haben schon alles geschnitten und haben picobello sauberen Garten. Nein, absolut nicht. Also machen Sie keine Sorgen, schön eins nach dem anderen machen und vor allem Freude daran haben und es genießen. Und jetzt gehen wir mal runter zur
groß zurecht und schauen, was wir da noch schneiden können. Guten Morgen, Mrs. Billy Crick. Also hier im Wassergarten, jetzt an unserer Rose de Resch, möchte ich Ihnen einfach auch nochmal zeigen. Öfter blühende Portlandrose, wunderschön. Ganz viele Triebe, sehr, sehr dicht wachsend. Und wenn ich da jetzt anfange, nach außen schauenden Augen zu gucken und schräg zu schneiden, da werde ich im Leben nicht fertig. Von daher gehen wir da einfach wirklich durch und schneiden wieder einfach auf Form. Achten wieder hier unten, dass es hier unten schön dicht und üppig ist. Ich nehme das alte Laub mit ab und dann wird die Rose einfach so um ein Drittel ihrer Gesamthöhe eingekürzt. Und das ist eine Gefühlssache. Und ich möchte einfach, dass die hier unten schön dicht und buschig bleibt. So, und dann arbeite ich mich langsam nach oben und guck eben im Verlauf des Schneidens vor allem auch wieder, dass ich das tote Holz entferne und einfach eine schöne, kompakte Rose hier schneide. Wenn ich Ihnen mehr Schnittbeispiele geben soll, dann schreiben Sie bitte einfach hier unten in den Kasten. Wenn Sie Fragen haben, wie schneide ich meine englische Rose, wie schneide ich meine, öfter blühende Bourbon-Rose, ich habe eine alte Rose, die total verkahlt ist, schreiben Sie wirklich gerne Ihre ganzen Fragen hier unten in den Kasten unterhalb des Videos. Sie können nach wie vor natürlich auch unsere E-Mail-Adresse nutzen. Also wie gesagt, aber hier natürlich auf dem Kanal, wenn Sie unten unter dem Video Ihre Fragen schreiben, dann ist es natürlich am besten, weil da haben natürlich dann auch alle was davon. Und ich weiß, was Sie interessiert, was Ihre Fragen zu Hause sind und kann da natürlich dann entsprechend auch drauf antworten. Und wenn Sie eben sagen, so, boah, ich will jetzt noch wissen, wie werden die Teehybriden genau geschnitten? Wie machen wir das mit unseren China-Rosen oder weiß der Kuckuck was? Alles, was Sie interessiert, gerne her damit und dann versuche ich es einzubauen. Also Sie sehen jetzt, der Rosenschnitt hier ist wenig diffizil. Es gelingt mir tatsächlich, gleichzeitig zu reden und zu schneiden. Also liegt nicht an meiner Multitasking-Fähigkeit, sondern liegt einfach schlichtweg daran, dass es im Prinzip eine relativ einfache Geschichte ist, die mehr nach Gefühl geht. Und auch da geht es einfach wieder darum, jetzt eine schöne, ansprechende Form zu finden und die Rose zurückzuschneiden. Die Bourbon-Rosen, die schießen nicht so wie die englischen Rosen oder wie die Floribunda-Rosen. Die Rose de Resch wird vielleicht so einen Zuwachs machen und dann ist dann eben wieder den ganzen Sommer diese wunderschöne Blüte dieser Rose. Also, ich werde jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Das Prinzip, denke ich, ist klar, haben Sie verstanden. Und wie gesagt, Fragen, Fragen, Fragen. Und jetzt zeige ich Ihnen noch schnell, wie wir Klematis schneiden. Das bietet sich nämlich hier gerade auch an. Da gehen wir einfach mal hier rüber. Schauen Sie mal. So, schauen Sie mal, hier im Wassergarten haben wir diese wunderschöne hellblau blühende Klematis den ganzen Sommer durch und die fängt natürlich jetzt auch an zu treiben, wie verrückt. Und ich habe Ihnen ja letztes Jahr im Klematis-Video, klinke ich Ihnen auch wieder ein, können Sie auch nochmal schauen, Klematis gibt es übrigens jetzt auch ganz bald schon bei uns, dann im Online-Shop wieder zu bestellen, ist jetzt dann auch eine gute Pflanzzeit und die fängt natürlich jetzt hier, wie gesagt, überall an zu treiben. Und bei Klematis ist es ja immer so, da gibt es 3 Schnittklassen, Klasse A, B, C oder 1, 2, 3. Häufig ist es dann so, dass Sie das Etikett verloren haben von Ihrer Klematis und nicht mehr wissen, oh, welche Schnittklasse war das denn jetzt. Diese Schnittklassen bedeuten eigentlich, dass manche Klematis besser am alten Holz blühen, manche Klematis besser am neuen Holz, manche Klematis sollte man eher im Spätjahr schneiden, manche eher im Frühjahr. Alles auch wiederum nicht ganz so akademisch, wenn Sie sich da John Scammonds wunderbaren, einfachen Tipp nehmen. Der sagt immer, ihr könnt nichts falsch machen, wenn ihr einfach so auf Ellenbogenhöhe zurückschneidet. Und deswegen gehen wir jetzt tatsächlich hier ran und schneiden diese Klematis einfach auf dieser Höhe zurück. Einmal quer durch den Strauch.
Dazu braucht man nicht mal eine Brille. Das geht locker ohne. So. Ja, und das war der hochkomplizierte Klematisschnitt. Auf die Art und Weise haben Sie altes Holz drin, Sie haben neues Holz drin. Ihre Klematis wird so auf jeden Fall blühen und es ist eben gar nichts passiert. Wenn Sie natürlich so eine riesige Waldrebe, eine riesige Klematis irgendwo übers Dach gehen haben oder über einen Carport oder in Bäume hinein oder so, dann gehen Sie natürlich nicht so vor. Aber bei den ganzen Klematis Viticella, Klematis Hybriden und so weiter ist das wunderbar auf diese Weise. Wir putzen hier natürlich dann noch ein bisschen aus, aber grundsätzlich das einfach als Tipp, wenn das Etikett weg ist. Trauen Sie sich. Ja, also hier im Wassergarten hinter mir, da ist natürlich jetzt noch jede Menge zu schneiden. Wie weit wir da diese Woche kommen, werden Sie dann sicherlich nächsten Sonntag sehen. Und was jetzt auch noch ganz wichtig ist, hier die großen Strukturen, die großen Pavillone mit den einmal blühenden, sommerblühenden Ramblern, da müssen noch einige geschnitten werden. Und auch natürlich die Pavillone mit den öfter blühenden Kletterrosen und Ramblern, gerade auch unten im Rosenverkauf, die Suria de Orchidee, werde ich Ihnen dann nochmal zeigen, wie wir die schneiden. Also da wird es nächste Woche wieder jede Menge zu sehen geben und jede Menge Tipps auch. Und was auch jetzt ansteht, ist natürlich hier noch der neue Rosengarten, der runde Rosengarten, der Skarmens Versuchsgarten. Und da schauen wir jetzt gerade auch noch mal kurz zusammen rein. Der John hat natürlich hier schon jede Menge geplant. Wenn Sie hier mal schauen in den Beeten, da stehen jetzt überall kleine Schilder. Jedes Beet hat eine Nummer und jede Nummer hat einen Pflanzplan. Also wir wissen schon ganz genau, welche Rosen jetzt dann in welches Beet kommen. Das sind die ganzen Skarmenrosen, die er über Jahre gezüchtet hat. Aber auch viele neue Züchtungen, die noch gar nicht auf dem Markt sind und die wir natürlich dann hier auch beobachten. Weil auch bei den Rosen gibt es natürlich Veränderungen. Es gibt Rosen, die lange Jahre toll waren und vielleicht gar nicht mehr unter den normalen momentan Bedingungen gut tun und die werden dann zum Beispiel wieder aussortiert. Dafür kommen neue Sorten hinzu, die besonders widerstandsfähig sind und gut passen. Also da wird sehr viel Spannendes dieses Jahr passieren hier in diesem Rosengarten, aber vor allem nächste Woche, wenn das Wetter mitspielt, hoffe ich, dass wir hier alles dann neu bepflanzen können. Da sind Sie natürlich auch wieder dabei und sehen dann ganz genau, wie wir pflanzen, welche Erde wir nehmen, die Ettenbühler Biorosenerde, wie die eingesetzt wird, was wir mit Root Grow machen, damit die Wurzeln richtig schön angeregt werden. Wann wir anfangen, jetzt dann auch zu düngen, vor allem dann auch demnächst zu spritzen. Also all das kommt dann jetzt in den nächsten Wochen. Wie gesagt, hoffentlich macht das Wetter nächste Woche mit. Dieses Wochenende haben wir ja jetzt auch Rosenfreunde-Wochenende, unseren Kurs. Das Wochenende darauf auch nochmal. Auch da geben wir Ihnen noch ein paar kleine Ausschnitte dann in der nächsten Woche dazu, dass Sie da auch ein bisschen was davon mitkriegen, wenn Sie nicht hier sein können. Und ja, für heute. Es war wieder viel Info, hoffentlich was für Sie dabei. Wie gesagt, schreiben Sie gerne hier unten in den Kasten, wenn Sie Fragen haben, wenn irgendwas ist, was Sie noch gesondert wissen wollen. Und ich wünsche Ihnen jetzt einfach wirklich einen schönen Sonntag. Genießen Sie die Natur, hoffentlich ganz viel Sonne auch bei Ihnen. Wir müssen alle gute Gedanken haben, alle positiv denken. Ich denke, das ist das Wichtigste jetzt im Moment. Und in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren und dann bis nächste Woche. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Gute Zeit. Tschüss.